Wer zieht das zweite Ticket und folgt dem SV Todesfelde ins Landespokalfinale? Die Ausgangslage ist vor dem Pokalspiel natürlich klar. Phoenix Lübeck ist als Regionalligist klarer Favorit, aber der Eichholzer SV sollte nicht zu unterschätzen sein. Im Viertelfinale musste schon Oberligist Eichede diese schmerzhafte Erfahrung machen. Eichholz gewann mit 1:0. Phoenix in den roten Trikots hat die erste Möglichkeit und da ist der Landesligist gleich mal im Glück. Das Aluminium verhindert die Führung durch Kapitän Haris Hiseni. 35. Minute, auch der Außenseiter meldet sich offensiv an, senkt Beil und dann fast ein Eigentor. Jetzt mal Glück für Phoenix, das hätte auch ins Auge gehen können. Insgesamt liefert der ESV einen tollen Fight ab in Durchgang 1. Chancen für Lübeck sind selten. Aber ab und an findet der Regionalligist dann doch mal Lücke. Satrifa, der wird nicht angegriffen, dann fackelt er nicht lange. Wieder wackelt das Gebälk, starker Versuch. Schucker lenkt den noch mit den Fingerspitzen an die Latte. Waldemar Satrifa steht gleich danach erneut im Mittelpunkt. Diesmal probiert er es mit einem Heber, kommt an Torben Schucker, aber nicht vorbei. Kurz vor der Pause, Phoenix erhöht jetzt immer mehr den Druck. Satrifa gefault, Freistoß für den Regionalligisten. Denkste, nee, es gibt Elfmeter. Schiedsrichter Sven Asmussen zeigt zum Entsetzen des ESV auf den Punkt. Das Halten von Gerlach beginnt klar außerhalb, eine Fehlentscheidung des Unparteiischen. So aber die große Möglichkeit zur Führung. Haris Hiseni, der Kapitän, ganz sicher verwandelt mit dem Pausenpfiff, erzielt Phoenix das 1:0. Die Führung ist insgesamt auch verdient, aber in der Entstehung sehr, sehr glücklich. Trotzdem, vom ESV braucht es jetzt offensive Ideen, wenn es noch etwas mit der Überraschung werden soll. Wenn es nur ansatzweise so spektakulär wird wie bei den Cheerleadern zur Pause, dann können wir uns auf den zweiten Durchgang freuen. Der wird eröffnet von den Gästen. Das ist Corbin Bock, Zentimeter fehlen zum zweiten Treffer. Die anschließende Ecke, der Ball flippert einmal quer durch den Strafraum bis zu Haris Hiseni. Doppelpack nach 49 Minuten. Der ESV bekommt den Ball nicht wirklich geklärt, dann hat Phoenix auch noch die nötige Portion Glück. Von da an ist der Wille des Landesligisten so ein bisschen gebrochen. Da sind jetzt große Lücken in der Defensive. Satrifa zum 3:0. Im dritten Versuch kann er dann doch Torben Schucker überwinden. Das ist natürlich längst die Entscheidung in diesem Halbfinale. Der Regionalligist zeigt dann in der Schlussphase nochmal seine ganze Klasse und kombiniert sich teils sehenswert durch den gegnerischen Strafraum. Hiseni verpasst seinen Dreierpack. Dass der Eichholzer SV hier nicht längst höher zurückliegt, liegt vor allem an Keeper Torben Schucker, der mit einigen starken Paraden einen höheren Rückstand verhindert, so wie in dieser Szene. ...88. Minute. Es gibt eine letzte Ecke für Phoenix. In der Mitte Jaden Bennett mit dem Kopf. Zwei Gegenspieler sind noch dran, können den Einschlag aber nicht verhindern. Das 4:0 ist dann gleichzeitig auch der Endstand. Nach einer einseitigen zweiten Halbzeit zieht Lübeck verdient ins Pokalfinale ein. Der große Traum vom ESV endet dagegen im Halbfinale. Die Stimmen zu diesem Spiel.
Wir wollten geduldig sein und wollten auf Chance lauern, hatten wir auch gehabt, aber haben sie nicht nutzen können. Und mit dem Elfmeter gehen wir dann halt 1-0 in die Halbzeit. Das ist natürlich gut für uns und zweite Halbzeit machen wir dann das zweite und dritte direkt und dann war das Ding durch und zum Ende hin kriegen wir noch das, oder machen wir das 4-1 und 4-0 und dann ist das Ding durch. Ja, wir wussten ja, dass sie gleich nach der Halbzeit rauskommen und nochmal richtig Gas geben und da müssen wir halt stark bleiben und haben dann das ganz gut gemacht, denke ich, und mit dem zweiten und dritten Tor dann halt den Sack zugemacht direkt schon. Ja, also wir sind jetzt im Finale und wer im Finale ist, will das natürlich auch gewinnen. Wir wissen, dass Todesfeld eine gute Mannschaft ist, aber nichtsdestotrotz, wenn wir da 100% geben, dann denke ich, können wir das schaffen und das ist natürlich unser Ziel. Und in der Liga möchten wir halt auch so lange wie möglich oben bleiben und von Spiel zu Spiel schauen und jedes Spiel 3 Punkte holen. Und am Ende wird man dann sehen, wie weit es dann wirklich kommt. Beste Stimmung, also bei Phoenix Lübeck im Pokalfinale geht es dann gegen den SV Todesfelde.